Nur dieses Geräusch. Das haben wir fast in jedem Level hier. Okay. Awesome Faces. 2010, ha? Huh? Der Wind hier ist sehr gewalttätig. Ist das überhaupt eine sinnvolle Übersetzung? Und ändert die Richtung teilweise, okay. Das ist ein interessanter Aspekt, aber okay. Jetzt geht der nach da? Nein, der geht immer noch nach oben. Ich meine, zumindest kann man es gut sehen. Jetzt geht's runter. Oh je. Okay. Irgendwie Raum überlebt. Ich brauche ein Trampolin, um das Trampolin zu kriegen. Oder ich gehe einfach hier durch. Und dann gucke ich mal. Okay, ich weiß jetzt noch nicht, was mit diesem Trampolin ist. So, ein bisschen oben. Soweit. Okay, kommt der. Ich brauche euch nochmal. Hatte ich eben 4? Na, egal. So. Nee, du störst gerade. Da ist dieser Trampolin. Okay, jetzt können wir den ganzen Weg nämlich nochmal zurück. Vielen Dank. Es waren sogar mal 5. Da sind die anderen beiden. Oder es waren noch 4. Nee, es sind jetzt 2 oben, 2 unten. Okay. Ja, dieser Cooper ist sehr fies und gemein platziert. Jetzt können wir auch hier hoch. Ja, muss ich eventuell sogar. Was? Okay, was hätte ich hier anders machen sollen? Ja, dann nehme ich es mit, denke ich. Boah, ey, komm schon. Ich habe es nicht richtig verstanden, aber ja, irgendwas muss hier... Oh Gott, ey. Raste aus. Nein, das kann doch nicht die Lösung sein, oder? Dass hier wieder 10 zurück muss? Okay, vielleicht ja doch. Das ist die Lösung. Okay, gut, von mir aus. Wir sind durch. Also mit der Stelle, mit dem Level noch nicht. Und da, okay, das ist schon ganz cool gemacht mit diesem... Oh, jetzt haben wir... Seitenwind. Jetzt geht's nach unten, der Wind. Hallo. Mann, geh doch mal da runter. So. Hoch. Puh. Zumindest kann man es sehen, wo der Wind hingeht. Man muss mal ein bisschen genau gucken, aber man kann schon erkennen. Ja, was denn? Ich geh doch hoch. Komm. Na. Ja, hier sterbe ich. Aber wenn der Pfeil dick und fett sagt, geh mal da hin. Ach so, okay, gut. Die Kamera hat eben nicht kooperiert. Ich hätte einfach auf dem Boot bleiben können und wäre ausgewichen, aber ich habe mich doch dafür entschieden. So. Okay, jetzt sind bestimmt sehr coole Münzen drin, aber ich habe jetzt keine Lust, die einzusammeln. Das war nicht der Weg. Boah, irgendwie kackt meine Stimme gerade wieder mal ab. Was sie ganz gerne mal tut, wenn ich aufnehme. So. Jetzt Minisprünge nur machen, weil... Weil sonst komme ich hier nicht rüber. Boah, sorry, das ist gerade so eklig. Ich muss husten. Okay. Vielleicht habe ich minimal übertrieben. Geh mal dahin, oder? Ich weiß nicht. So. Außerdem geht's jetzt wieder. Fürs Erste. Was ist hier los? Das ist ein Gale Cloud. Spring da drauf und benutze die Steuerungstasten, um dich fortzubewegen. Okay, cool. Danke für diese
Moment, es steuert sich aber nicht so, wie ich es mir will. Also, das steuere ich nicht. Ich richte es in eine Richtung, meine ich. Ich steuere es in eine Richtung und der geht dann selber in die Richtung. Also, ich gehe jetzt hoch und er geht die ganze Zeit hoch. Also, ich kann nicht stehen bleiben. Das ist damit gemeint. Ich bin permanent in Bewegung. Ich muss ja nur selber schlau gucken, wie. Ich glaube nicht, dass ich... Ach, ich steuere den Wind damit, so gesehen, dass das angeht. Ich dachte, was... Das hat ja gar keinen Einfluss auf die Windrichtung, aber hat es irgendwie ja doch. Ach, toll. So. Ganz schön komplex. Jetzt lass mich mal bitte in Ruhe. Ich muss bestimmt oben lang, habe ich recht? Gibt ja nichts Besseres als ein Labyrinth in der Art. Moment, hey, ich habe einen Weg gefunden, stehen zu bleiben. Ich muss an den Boden. Oh, das klappt. Oh, smooth durchgekommen. So, reicht es. Ah, nee, reicht nicht. Ich muss das Ding weiter behalten. Okay, einen Augenblick. Oder kann ich hier oben lang? Ja, für einen Yoshi-Coin vielleicht. Okay. Kriegt das nicht aufgehauen? Moment. Mach kaputt. Geht das vielleicht, wenn ich Wind runter mache? Ja, okay. Nur wenn Wind unten ist. So, dann müssen wir zurück darauf. Es ist ganz schön kompliziert. Und dann hier weiter. Es endet hier noch nicht. Schön hinterherlaufen ist mir. Ich kann mir nicht schön hinterherlaufen, okay. Weil ich mich da festgehangen habe. Und tschüss. Ich hoffe, ihr seid jetzt weg oder verfolgen mich da noch weiter. Jetzt muss ich wieder so einen Move hier machen. Ja, toll. Moment. Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ist nicht verloren hier. Ich nutze einfach die Geister hier, um hier hochzukommen. Dann brauche ich auch die Scheißteile nicht mehr. Dass das jetzt eh weggespawnt ist, einfach. Ich glaube, das ist einfach durch die Wand geglitscht oder so. So, hier. Ist gerade mal ein Checkpoint. Wow, jetzt sieht man wieder, wie lang das hier ist. Oh, du. Ja, du. Okay. Ich gehe einfach mal da rein. Ich weiß jetzt nicht, was links war. Vermutlich auch nur... Ach du Scheiße. Der Weg... zum Checkpoint, wo ich mir denke, ja, brauche ich nicht. Okay, dann warten wir mal hier. Ich kann auch hier warten, oder? Der wird jetzt so eine lustige Runde drehen, dann wird der doch eh da hochkommen, damit ich da hochgehe. Dann muss ich jetzt nicht da mit nach links und so. So, jetzt vielleicht. Es ist natürlich ärgerlich, dass das Level so eisig ist und man halt sehr schnell einfach auch runterfliegt von diesem Ding. Auch wenn man schon weiß, dass es der Fall ist und trotzdem ist passiert. Also auch hier hätte ich, glaube ich, einfach auf der einen Seite warten können. Okay. Oh, komm schon, das ist so anstrengend. Moment, kann ich das zu meinem Vorteil nutzen hier? Und wir spielen jetzt einfach mal hier rum. Was wäre denn, wenn ich das hier hinbekomme? Und jetzt so? Okay, ich weiß nicht. Die Kamera scrollt ja nicht mit. Das ist ein bisschen doof. Oh Mann. Also es wäre, glaube ich, okay, wenn es nicht noch zusätzlich rutschig wäre. Das macht es halt echt blöd, weil man muss meistens auf einem Block hier stehen, so wenn er halt hochkant ist, und dann rutscht man ständig halt runter. Das ist einfach so. Das ist zu viel. Wenn man so ein Gimmick mit, du musst auf dieser Blockkette unterwegs sein, plus wir haben hier diesen Wind irgendwie, der nach oben, unten, Mitte, rechts geht. Wo ist denn der jetzt? Ich habe den aus den Augen verloren. Dann ist das einfach dann noch damit zu viel. So, von mir aus. Dann gehen wir jetzt halt hier unten lang.
mit dem Teil. Dann geht er da hoch, okay. Ja, dieser Thromp, der macht es echt gut, dass er ihm richtig im Weg steht. Dass man überhaupt keine Chance hat. Okay, ich mache was anderes. Ich versuche hier die Zeit... Okay, dann nicht, weil ich dann an irgendwas Unsichtbarem sterbe. So. Nein! Nicht so. Ich will genau auf dem Ding landen. Ja, aber jetzt scrollt die Kamera doch wieder nicht mit. Komm schon, bitte doch mit scrollen. Jetzt macht ihr das nicht mehr. Ich will nämlich da hoch. Ich weiß oft nicht, was das Kriterium ist. Okay. Nein, nein. Moment. Ich weiß oft nicht, was das Kriterium ist, damit die Kamera scrollt. So, jetzt sind wir hier. Komme ich nicht da hoch? Das sieht eigentlich aus, als könnte ich das, aber... Okay, aber selbst wenn nicht, was ist... Ich warte jetzt einfach hier. Es muss auch irgendwann das Ding wiederkommen. Es muss aber gleich einfach von alleine zurückkommen. Das ist ja jetzt nicht verloren, weil anders als viele andere Sachen, die spawnen jetzt nicht, wenn die nicht im Bildschirm selbst sind. Die Teile. Da ist er. So, da muss ich jetzt auch gar nicht so einen fancy Sprung da oben hin schaffen, zwangsläufig. Ach so, ich habe den Übergang verpasst. Pech, verloren. Das ist asozial wie sonst was. Man weiß gar nicht, wo man hin muss. Und dann so, okay, hier lang. Und was ist dann? Und dann, ja, es ist weg. Du hast Pech. Du hast nicht den Weg da oben hingenommen, der jetzt nicht sehr offensichtlich war, dass du jetzt den begehen musstest, weil das Ding jetzt, dieses Blockketten-Ding nach rechts geht. Tja, dein Pech. Mach das gesamte Level von vorne. Also, ja, coole Idee. Ich sage jetzt auch nicht, dass das Level scheiße ist an sich, aber... Erstmal zu viel einfach mit das und rutschen und hier und Wind. Und dieses Blockketten-Ding ist asozial. Also wirklich, wie soll man das ohne ein Safe-Set machen? Und ein Safe-Set vor allem. Und dann, nicht nur als wäre das schon schwer genug. Nein, dann kommt auch noch, dass man verarscht wird. Das ist auch noch das Ding. Also, naja, ist nicht gut. Ist, auch wenn es wahrscheinlich als eines der besseren Level in diesem Spiel durchgeht, hat es Probleme. Mal abgesehen davon, dass eins der Probleme ist, dass es einfach unendlich lang ist, dieses Level, und ich dieses Scheißteil hier kaum richtig steuern kann. So. Okay. Und sowas kann auch passieren, ja. Okay. Boah, ist das lang, das Level. Kein Wunder, dass man ein Zeitlimit auf 0 setzt. Hier lang. Ich glaube, das geht sogar eigentlich, was ich hier mache. Einfacher als das Blockketten-Scheißteil. Okay. Da geht's lang. Ja, und dann stirbt man nochmal. Lustig, weil er einfach nicht nach rechts gegangen ist. Weil ich mich hier irgendwie festgehangen habe, so wie hier gerade. So. Das sollte nicht passieren. Okay, gewonnen, haha, wie auch immer. Geschafft, das Level. So, jetzt ist aber, boah, jetzt brauche ich auch wirklich erstmal eine Pause vom Spiel, also, aua, bitte kein Secret Exit. Okay, immerhin. Okay, wir haben noch 3 Level für diese Welt und dann ist die Eiswelt auch geschafft. Ich weiß gar nicht, wie viele Welten, ich glaube, es gibt 10 Welten oder so und das müsste jetzt Welt 4 sein. Ich bin mir jetzt aber gar nicht so sicher. Ja, plus, glaube ich, noch die Cave-Welt, wenn die nicht mal als Extra-Welt gezählt wird. Ja. Aber ich danke euch auf jeden Fall erstmal fürs Zusehen und, naja, ich hoffe, ihr habt... Ich sag nicht, ich habe keinen Spaß. Also, ich habe auf jeden Fall Spaß. Aber manche Stellen sind halt scheiße frustrierend. Wo ich mir denke, okay, hey, ich habe Safe States, alles cool, aber selbst damit kann es manchmal echt ein bisschen hartnäckig werden. Aber ich hoffe, euch macht es beim Zusehen auf jeden Fall ordentlich Spaß. Ob jetzt mit, ohne Safe State-Erfahrung. Eure Safe States sind eigentlich Videos vor und zurückzuspulen. Das ist eure Art von Safe States beim Video gucken. Denkt mal drüber nach. Bis zum nächsten Mal.